Freunde, auch jetzt wieder einmal eine Antwort auf eine Frage bzw. auf mehrere Fragen in der Fanbase Facebook und bei YouTube und Instagram. Es geht darum, dass viele Einsteiger in den Fitnesssport mich fragen, was soll ich denn machen? Was wäre das Beste? Ist Calisthenics, ist Bodyweight Training, ist Zumba, ist Krafttraining, maschinenorientiertes Training, ist Ausdauertraining das Beste? Was soll ich denn überhaupt tun? Was wäre das, was du mir empfehlen würdest? Also heute geht es um Einsteiger was? Erstens, soll es Gymnastik sein? Zweitens, soll es Bodyworkout sein? Bodyworkout, wobei Bodyworkout und Gymnastik ähnlich sind. Ist es drittens ein Krafttraining? Krafttraining. Ist es viertens, also Krafttraining mit Freihanteln? Ist es viertens Krafttraining maschinenorientiert? Maschinengestützt? Oder ist es fünftens sowas wie TRX oder was gibt es noch? Was war noch die Frage? TRX und noch irgendwas war. Ah, auch den Namen kriege ich aber nicht hin. Calisthenics. So müsste es irgendwo heißen. Und ja, da war noch die Nachfrage nach 6 solche Kurse wie. Ja, mein Gott, ich darf mal ein bisschen schmunzeln. Zumba oder Step. Oder gibt es ja noch ein paar andere Sachen. So, Einsteiger, was soll ich tun? Natürlich benötige ich hier auch wieder eine Aussage von der jeweiligen Person. Ja, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was möchtest du denn erreichen? Wo möchtest du denn hin? Möchtest du Muskeln aufbauen? Möchtest du Fett abbauen? Möchtest du mobiler werden? Möchtest du rhythmischer werden? Möchtest du sexy werden? Möchtest du aussehen wie Mr. T? Aha. Ja, genau. Also, und da ist natürlich wichtig, dass ich immer diese Informationen bekomme. Wenn ich keine Informationen bekomme über die Person, was ihr Ziel ist, ist es ganz schlecht, was vorzuschlagen, weil es kann ja sein, dass ich dann was vorschlage, was demjenigen ja überhaupt nicht gefällt. Deswegen immer dann, wenn es um sowas geht, wenn ein Coachie zu mir kommt, kriegt er einen Anamnesebogen und im Anamnesebogen steht dann drin sein Trainingsziel. Was hat er im Fokus? Also, ihr habt einmal Einsteiger was? Gymnastik, Bodyworkout, Krafttraining, Freihandel, Krafttraining, maschinenorientiert, TRX, Calisthenics und Kurse Zumba oder Step. So, diese Frage war da. Und jetzt kommen meine Antworten. Also, erstens, der Kollege, die Kollegin ist interessiert an der Fettreduktion, okay? An der Fettreduktion ist sie interessiert. So, für die Fettreduktion ist erstmal eins wichtig, das möchte ich immer im Vorfeld klären. Wir können kein Fett in großen Mengen reduzieren, wenn wir die Ernährung nicht ans Vorhaben angepasst haben. Also die Mengen werden klein bleiben, 2, 3, 4 Kilo. Abhängig davon, wie oft man Sport machen kann. Umso häufiger, umso mehr Kalorien können verbrannt werden, aber zu viel Sport führt auch wieder zur Erschöpfung. Deswegen ist dieses System, ohne die Ernährung anzupassen, auf Dauer nicht zu empfehlen. Kurzes Beispiel, die Formel 21 versus 3. Was steckt dahinter? Die Woche hat 7 Tage. Okay. Und wenn wir in 7 Tagen pro Tag 3 Mahlzeiten essen würden, was sehr zu empfehlen ist, ein Abstand von 4-5 Stunden, so weit möglich, art- und bedarfsgerecht, dann haben wir 21 Mal pro Woche die Möglichkeit, die richtige Menge
an Kalorien in der richtigen Form zuzuführen und auch noch im richtigen Zeitabstand. Im Verhältnis dazu nehmen sich die meisten Menschen, wenn sie sich mit dem Thema Sport beschäftigen und Fettreduktion und überhaupt sich zu bewegen, dreimal pro Woche Zeit für Sport zu machen, zwischen 45 und 60 Minuten. Wir gehen jetzt einfach mal von 60 Minuten aus. Wenn wir 60 Minuten Sport machen, verbrauchen wir im Durchschnitt männlich, weiblich, klein, groß, je nach Sportart, welche Sportart, so um die 400 Kalorien im Schnitt. Das sind also sagenhafte 1200 Kalorien pro Woche, aber nicht rein Fettform. Je nachdem, wie gut es gelaufen ist, 20-30%, vielleicht 35% davon sind tatsächlich Fett. Okay? So, und im Verhältnis dazu, nehmen wir einfach mal die liebe Pizza. Liebe Italiener, bitte nicht böse sein, aber es ist halt ein gutes Beispiel. Wir nehmen die liebe Pizza und wir essen eine große, leckere, so ein richtig schöner Wäscher mit so einer schönen, dicken Kruste außenrum, Käse belegt, Salami drauf. Ich rieche es schon. Essen wir eine Pizza, die hat 1200 bis 1300 Kalorien. Das bedeutet, mit einer Pizza können wir energetisch das Training kaputt machen. Das heißt nicht, dass Trainingswert war, aber energetisch gesehen hebt es sich auf. Also deswegen wisst ihr, Ernährung muss mit rein, okay? Das ist wichtig. Gut, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es geklärt ist. Und da kommt die Fettreduktion. Was ist da, welche Art von Training? Damit können wir mit allen Trainingsarten, könnten wir in den Fettstoffwechsel investieren. Natürlich hat es einen Vorteil, jetzt wird es spannend. Das wissen nämlich die wenigsten, die meisten denken, im Ausdauerbereich, im Kursbereich kann man am meisten Fett verbrennen. Das stimmt nicht, das stimmt gar nicht. Wer schon mal meine Stories geguckt hat und guckt, wenn ich mein Brustband anhabe und meine Auswertungen da reinnehme, wenn ich Ausdauer mache, wenn ich Krafttraining mache, der stellt fest, dass ich im Krafttraining, wenn alles gut läuft, mindestens so viel Fett verbrenne wie im Ausdauertraining. Yes, funktioniert. Und zwar ist es in der Tat so, wenn man es richtig anstellt, wenn man ein Kraftausdauertraining macht, ein Kraftausdauertraining für die roten Muskelfasern, mit Gewichten aber gegen Widerstände arbeitet, schafft man es tatsächlich, gleich aufzuziehen mit einem guten Cardio-Steady-State-Training. Nur, dass man eben mit einem guten Kraftausdauertraining in weniger Zeit mehr Fett verbrennen kann. Das ist tatsächlich möglich. Das bedeutet Folgendes. In der Tat können wir mit allen Sportarten Fett verbrennen. Das geht. Aber wenn wir zusätzlich gegen Widerstände arbeiten, das heißt mit Gewichten arbeiten, dann ist das so, dass der Körper natürlich durch den erhöhten Widerstand mehr Energy braucht. Und wenn wir natürlich dann ein Krafttraining machen, also kein Kraft, sondern Kraftausdauer, also pass auf, Kraftausdauer auch mit Hanteln, bitte, es ist kein reines Ausdauertraining. Mit Gewichten, okay? Und für die roten Muskelfasern, Das bedeutet, dass wir die Belastung dafür plus 60 Sekunden circa haben müssen. Das heißt, ein Satz, ich mache jetzt mal Bizeps, okay? Ein Satz Bizeps. Ja, 60 Sekunden, scheiße lang, ne? Oder ein Satz Bizeps mit 30, 35 Sekunden und sofort ein Satz Trizeps. Oder ein Satz Kreuzheben. Schön langsam ausgeführt. Bewegungsgeschwindigkeit langsam, TOT niedrig. Muskel auf Dauerspannung halten. Und nach 30, 35 Sekunden sofort wechseln und anstatt Kreuzheben vorgebeugtes Rudern. Dass wir über diesen Parameter von 60 Sekunden rauskommen. Zusätzlich die Pausen nicht wie im Krafttraining 60, 90, 120 Sekunden, sondern die Pausen 15 bis 30 Sekunden halten. Kraftausdauer, Kraftzirkeltraining funktioniert wunderbar. Oder Dropsätze, Reduktionssätze, Chainsätze, Supersätze passen wunderbar da rein. Und dann aktivieren wir den plus 60 Sekunden und Minipausen die roten Muskelfasern. Und die roten Muskelfasern sind die aeroben Muskelfasern, die mit Sauerstoff arbeiten und die können Fett verbrennen. Denn für die Fettverbrennung brauchen wir Sauerstoff. So, also, wir können mit allen
Varianten können wir Fett verbrennen. Die Frage ist nur, wenn wir hier jetzt den gesamten Kuchen haben mit Kalorien, okay? Also wir haben jetzt zum Beispiel tatsächlich es geschafft, im Durchschnitt 400 Kalorien zu verbrennen. Dann können die 400 Kalorien natürlich zu 90% aus Zucker bestehen, aus Kohlenhydrate, aus Glykogen, das aus der Zelle freigesetzt wird. Wir können aber auch, wenn es richtig gelaufen ist, wenn wir die Belastungsparameter richtig eingestellt haben, können wir es schaffen, dass wir sogar 30 bis 40 bis 50% in der Fettverbrennung machen. Und somit ist das natürlich hier wesentlich wertvoller für das, wenn wir Fett reduzieren möchten. Und dazu sind immer diese Angaben wichtig. Aber mit Krafttraining können wir das machen und auch mit dem richtigen, Ausdauertraining. Also immer eine Frage, passt das hier? Passen die Belastungsparameter, dass ich die roten Muskelfasern treffe, das sind die aeroben Muskelfasern, die Fett verbrennen? Und wenn ja, wenn ich das hinkriege und regelmäßig mache, dann komme ich auf 30, 40 bis zu 50%, was der Körper im gesamten Training dann an Fetten verarbeiten kann. Ich sage kann. Ein Fettstoffwechsel, der muss natürlich auch immer erst einmal trainiert werden. Also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ihr jetzt ins Fitnessstudio geht und sagt, ich habe das Körbchen mit CT, jetzt mache ich das einmal und der Fettstoffwechsel funktioniert. Der Fettstoffwechsel ist trainierbar. Und der Körper muss Folgendes machen. Und zwar bei vielen Menschen über Jahre hinweg benutzen wir den Fettstoffwechsel nur noch ganz unterschwellig. Warum? Weil beim Sitzen und beim Nichtstun, beim Autofahren im Büro der Fettstoffwechsel unterschwellig läuft. Das heißt, wir benötigen nicht, die Energiefluss ist relativ gering. Und somit bitte Verständnis mitbringen, dass solche Geschichten natürlich auch einen gewissen Zeitfaktor benötigen, um überhaupt zu funktionieren. 4, 6, 8 Wochen regelmäßiges Fettstoffwechseltraining verbessert den momentanen Fettstoffwechsel und sorgt für einen besseren Nachbrenneffekt und für einen allgemein besseren Stoffwechsel, auch einen besseren Fettstoffwechsel. Fettstoffwechsel heißt, baut das Fett um und macht daraus Energy. Okay? Das heißt auch umgekehrt, also heißt auch Folgendes, wenn wir es regelmäßig machen und uns regelmäßig damit beschäftigen, 3 bis 4 Mal die Woche, regelmäßigen Fettstoffwechsel trainieren, ist es auch so, dass das, was wir essen, viel besser in Energie umgesetzt wird, dass der Körper erst gar nicht mehr einen großen Anteil des, was wir gegessen haben, einlagert, sondern sofort verbraucht. Und diese Kombination aus verbessertem Ruhestoffwechsel in Kombination mit einem verbesserten Leistungsstoffwechsel während dem Sport führt zu einer allgemein besseren Stoffwechsellage. Und das wiederum führt zu schlank, rank und gesund. Ja, so einfach kann es sein. Also, geh nochmal zurück, das ist klar. Einsteiger war's, was können wir machen? Was ist am besten? Und all die Sachen, die eignen sich immer zu Fettverbrennung. Aber es gibt halt eine optimale Möglichkeit. Und das ist tatsächlich Kraftausdauer für die roten Muskelfasern. Das ist diese Parameter über 60 Sekunden Belastung, kurze Pausen, sodass hauptsächlich der Energiefluss irgendwann von den Fetten kommt. Trainierbar. So, also die meisten Einsteiger, die in den Sportbereich einsteigen, haben auch das Bedürfnis, kalorienlos zu werden und tatsächlich Fett zu reduzieren. Es ist leider so, dass ein großer Anteil der Bevölkerung zwischenzeitlich viel zu viel passives Körpergewicht mitbringt. Bedingt dadurch, dass wir einfach viel zu viel Energie zuführen oder manche sogar sehr wenig Energie zuführen, den Körper zum Sparen zwingen, im Verhältnis dazu aber zu wenig Energie loswerden. Warum? Weil alles, was wir zwischenzeitlich in der modernen Welt haben, ist auf Energiesparen ausgelegt. Wir haben Auto, wir haben einen Aufzug, wir haben eine Heizung im Haus, wir haben tolle warme Kleider. Wir müssen uns ja fast nicht mehr bewegen, bekommen aber sehr schnell Futter zum Essen und zwar Futter mit einer hohen Dichte. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen unter zu viel Körpergewicht leiden und die müssen ihr überschüssiges Körpergewicht auch in Form von Fett müssen die loswerden.
Also der größte Anteil in den Fitnessstudios sollte tatsächlich Fett reduzieren und nicht die meisten kommen, ich brauche jetzt Muskeln. Ja, aber die Muskeln sind ja schon da. Ich mache ja regelmäßig Körperfettmessungen bei jedem Coaching, medizinische Körperfettmessung oder bei meinen Online-Kunden lasse ich die das beim Arzt machen. Die Ärzte haben manchmal auch so ein Gerät, wie ich habe. Und ja, und da stellt sich es bei guten 80% meiner Coaches raus, dass sie genügend Muskelmasse haben, sogar viel überdurchschnittlich Muskelmasse, aber sie haben einen Körperfettanteil, der ist weit über dem, was er sein dürfte. Bei Frauen liegt er bei vielen Frauen über 30%, bei vielen Männern über 20%. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, hier ist die Priorität der Fettreduktion. Und wenn wir ins Fitnessstudio gehen, wenn wir uns entscheiden, Fett zu reduzieren, ist es tatsächlich so, dass ein gutes Krafttraining mit dem Wissen, was man tut, in Kombination auch mit einem guten Cardiotraining, das Maximum in Fettverbrennung darstellt. Natürlich unter Voraussetzung, dass die Ernährung funktioniert. Ja klar, was man natürlich sagen muss ist, hier ist es auch so, wenn jetzt da draußen Menschen sagen, ja mit Krafttraining kann ich gar nichts anfangen. Das ist gar nicht meins, mag ich nicht. Aus ihm ist auch völlig egal, bewertungsfrei. Hat keine Lust drauf, keine Motivation. Dann nützt es ihm auch nichts, diese Art von Sport zu machen. Dann sollte er für sich seinen Sport rausfinden, das, was er gerne machen würde. Und das dann machen mit dem Wissen, dass vielleicht eventuell die Fettsäure nicht optimal ist. Kann man machen, kein Problem. Gehen wir nochmal zurück. Nochmal in den Bereich der verschiedenen Sportarten. Also für Einsteiger, wenn es um die Fettverbrennung geht, habe ich euch erklärt. Mit Gymnastik, das sorgt natürlich für eine gute Mobilität. Man macht es natürlich mit körpereigenem Gewicht, sorgt für eine gute Mobilität und sorgt dafür, grundfunktional zu werden. Mit Gymnastik groß Muskelmasse aufzubauen, im größeren Sinne wird nicht funktionieren. Bodyworkout ist wieder so ähnlich wie Gymnastik, nur dass hier natürlich auch im Bodyworkout zwischenzeitlich ja, massive Belastungsübungen dabei sind, wie Liegestütze, militärische Liegestütze hochspringen, Hände klatschen, wieder runterlassen, wie massive Blanks. Also hier ist die Intensität meistens höher bei Gymnastik. Somit ist auch hier natürlich eine höhere Energieverwertung möglich und natürlich auch ein höherer Muskelaufbau mit der reinen Gymnastik. Beim Krafttraining mit Freihandeln stellt das immer das Maximale dar. Warum? Weil hier Freihandeln im freien Raum bewegt wird. Und im Krafttraining mit Freihandeln arbeitet man in der Regel auch mit Bewegungen, die komplette Muskelschlingen erfassen, genauso im Bodyworker, genauso bei der Gymnastik. Denn der Körper bewegt sich in der Natur meistens nicht isoliert. Also in der Natur sehen wir selten Neandertaler so stehen, sondern die machen komplexe Bewegungen, wir Menschen machen komplexe Bewegungen. Unser muskuläres System sind verschiedene Schlingen, die miteinander arbeiten. Deswegen ist das hier ganz interessant, weil zusätzlich hier ein Belastungsgewicht mit dabei ist. Wertvoll. Dadurch, dass es Freihandeln sind, werden auch die Stabilisatoren mit trainiert. Die Stabilisatoren in den Gelenken. Dann haben wir hier Kraft in maschinenorientiert. Ja, für Einsteiger gut, sehr gut. Das für Einsteiger Fragezeichen. Bodyworkout Einsteiger. Hier ja, hier würde ich ein Fragezeichen machen, weil das Bodyworkout oftmals auch mit Übungen versehen ist, die krass anstrengend sind und die ganz viele Menschen krass überfordern. Ich habe hier unten noch was, das wurde auch gefragt, und zwar CrossFit, da kommen wir auch gleich noch dazu. Okay, also Gymnastik für Einsteiger ja, Bodyworkout Fragezeichen, aufpassen ja, aber braucht einen guten Trainer, der euch das zeigt und euch für euer Einsteigerniveau, für das, was ihr könnt, die richtigen Übungen zeigen, euch nicht gleich überfordert, nicht gleich in eine Gruppe reinnimmt, wo eben Vorturner da sind, die es schon lange machen und jeder will dem nacheifern und überlastet sich dadurch, sonst ist die Verletzungsgefahr hoch. Hier Krafttraining, Freihandeln, da braucht ihr echt einen sauguten Trainer dabei. Sauguten Trainer dabei. Denn ansonsten könnte es tatsächlich wehtun. Krafttraining maschinenorientiert, ja, denn hier gibt die Maschine den Bewegungsablauf vor. Da ist die Fehlerquelle viel niedriger, die Fehlerquelle. TRX und Calinetics, ja, aber auch hier ist auch wieder Calinetics,
kann auch schwierig sein, denn da gibt es auch krasse Übungen, die viele Einsteiger überfordern. Und da werden sie oft in Gruppen reingenommen und die machen dann gleich so krasse Übungen, dass der Anfänger damit zwar versuchen kann, aber die Verletzungsgefahr groß ist. Also auch hier würde ich ein Fragezeichen machen. TRX, wenn der Trainer passt, wenn er gleich richtig zeigt, der nicht zu harte Übungen zeigt. Zumba-Kurse, Zumba-Step-Aerobic, ja, auf jeden Fall. Kann man machen für Einsteiger. Crossfit, nein. Crossfit, genauso wie hier, auf jeden Fall. Was heißt nein? Fragezeichen. Ganz schwieriges Thema. Ich erkläre es euch gleich, warum. Weil warum es hier ein schwieriges Thema ist und warum es hier ein schwieriges Thema sein kann. Maschinenorientiertes Training, gut. Aber auch hier ganz wichtig, ihr braucht einen guten Trainer, der euch zeigt, wie das Ganze am besten eingestellt wird, weil die Maschinen haben auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn ich in Fitnessstudios bin, sehe ich natürlich oft Dinge, die man nicht sehen sollte, dass die Maschinen komplett falsch eingestellt sind. Warum? Weil der Trainer sich entweder nicht darum gekümmert hat oder der Coach nicht richtig zugehört hat. Es gibt zum Beispiel welche, die machen Butterfly Reverse, da sitzt man dran und hat dann zwei so Hebel in der Hand und bewegt ihn nach hinten. So, was ist bei denen? Die haben den Sitz ganz unten und die Arme haben sie hier oben und machen hier oben so. Und dann haben sie den Kopf noch so und dann machen die hier. Ja? So, das passt schon mal nicht. Auch da kann man sich verletzen in der Maschine, aber die Wahrscheinlichkeit ist kleiner. Steht und fällt mit dem Trainer. Gut, jetzt gehen wir mal, Kraft in Maschinen ist klar, TRX, Zumba auch klar. Jetzt gehen wir mal auf die zwei Sachen ein. Auf Krafttraining und auf Crossfit. So. Haben wir noch Papier? Ja, wir haben Papier. Also, wir gehen mal zum Krafttraining. Krafttraining, was man auch an Maschinen kann. Ich meine jetzt aber speziell das Freihandeltraining. So, Krafttraining. So, für Einsteiger mit Freihandeln. Krafttraining mit Freihandeln. Und das sind dann mehr Gelenks. Bewegungen. Fragezeichen. Warum? Ganz einfach. Wenn ein Anfänger ins Fitnessstudio geht, dann ist die Freihandelübung ein sehr komplexer Bewegungsablauf, zum Beispiel Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, Military Press. Das sind sehr komplexe Bewegungsabläufe, was bei vielen dazu sorgen kann, dass die Bewegungen unsauber mit Schwung und nicht kontrolliert ausgeführt werden. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich verletzen kann. Deswegen würde ich es nicht für einen Anfänger empfehlen, dass er Krafttraining im freien Bereich macht, Mehrgelenksübungen, sondern da würde ich erstmal 6, 8 bis 10 bis 12 Wochen maschinenorientiert arbeiten und dann sukzessive vom Trainer mir die eine oder andere Übung mit einfließen lassen. Wenn ihr natürlich einen super genialen Personal Trainer habt, der euch von Anfang an betreut, der mit euch die Übungen von der ersten Minute komplett durchgeht, alle Parameter berücksichtigt, mit euch Dehnung macht, Mobilitätsübung macht, dann könnt ihr auch schon direkt am Anfang anfangen. Aber 98% der Bevölkerung leistet sich keinen Personal Trainer zu gehen ins Fitnessstudio, deswegen ist hier Vorsicht geboten. Also, Krafttraining verhandelt, Mehrgelenksübungen, Fragezeichen für Ansteiger. In den meisten Fällen nicht, außer ihr habt einen Personal Trainer, der das mit euch von Anfang an durchgeht und euch einschult mit allen Vorstufen wie Stretching, Mobilitätsübungen und natürlich diese Übungsausführung mit null Gewicht. So, Crossfit. Crossfit, auch hier muss man ganz klar sagen, hier ist noch ein größeres Risiko, weil es wird natürlich auch mit Freihandeln gearbeitet und mit Mehrgelenksübungen. So, und hier haben wir ganz oft das Problem, dass natürlich im Crossfit-Bereich mit Schwung gearbeitet wird. Also hier werden wichtige Regelungen wie konzentrierter, fokussierter Bewegungsablauf von vielen und von den meisten missachtet. Es wird mit Umkehrschwung gearbeitet, es wird mit viel Schwungdynamik gearbeitet und dafür ist ein Anfänger nicht ausgelegt.
Im CrossFit-Bereich wäre es schön, wenn die Anfänger erstmal 10 bis 20 Stunden sogenannte einzelne Technikstunden haben. Technikeinheiten kann auch in der Gruppe stattfinden, sodass man diesen Menschen überhaupt erstmal die Bewegungen von Anfang an sauber beibringt. Es gibt draußen CrossFit-Studios, die richtig gut machen. Es gibt aber eine große Anzahl von CrossFit-Studios, die machen das leider nicht. Die übernehmen sofort den Anfänger von der Straße in eine Gruppe rein. Von mir aus so eine Anfängergruppe, aber da gibt es dann schon welche, die machen 10 Stunden und der macht das erste Stunde. Und was machen wir? Wir orientieren uns an den anderen. Oh, die sind aber schnell, die sind aber geil, haben großes Gewicht und machen das Gleiche, können aber die Bewegungen nicht kontrollieren. Und deswegen, CrossFit ist ein geiler Sport, wenn er richtig gemacht wird. Natürlich auch hier muss auch richtig gemacht werden. Aber hier sieht man es halt ganz oft, dass hier oben, was hier oben nicht stattfindet, was oft erklärt wird, hoffentlich, aber ist, dass einfach die Bewegungen langsam ausgeführt werden, dass die Bewegungen kontrolliert ausgeführt werden. Hier wird auch ganz oft über TUT, Time and Attention, ohne Umkehrschwung gearbeitet. All die Sachen fließen hier oben ein und das sorgt dafür, dass hier eine größere Sicherheit ist, dauerhaft, wie hier. Denn hier wird mit Dynamik gearbeitet. Warum? Weil beim CrossFit kommt der Zeitfaktor mit, dass man in einer gewissen Zeit so und so viele Bewegungen macht. Und umso schneller man ist, umso mehr Gewicht man bewegt hat, umso mehr Wiederholungen pro Zeiteinheit, umso besser. Und das führt dazu, dass natürlich viele mit krass unsauberen Bewegungen arbeiten und das ist wieder für einen Anfänger Aua, richtig fettes Aua. Ja, wir können uns bei allem, auch beim maschinenorientierten Training wehtun, wir können uns beim Zumba wehtun, man kann sich überall wehtun, aber die mechanische Belastung, die Überlastung, ist im CrossFit am weitesten vorne. Und deswegen CrossFit für Einsteiger, nein, würde ich nein sagen, außer ihr habt einen perfekten Personal Trainer, auch im CrossFit, der euch die Techniken genau zeigt, der euch von vornherein erstmal den Zeitfaktor rausnimmt, euch nicht mit Zeit unter Druck setzt, euch nicht gleich in eine Gruppe reinschiebt, wo der Zeitfaktor am Arbeit ist, sodass ihr erstmal die technischen Grundvoraussetzungen, ohne Umkehrschwung zu arbeiten, Zielmuskelfokus überhaupt aufzubauen, die Atmung richtig zu strukturieren und auch darauf achten, dass ihr natürlich eine TUT, eine Time and Attention einhaltet, gerade im Anfangsbereich, sodass ich erstmal beim Einstieg diese ganzen komplexen Bewegungen komplett richtig im Gehirn vernetzen. Denn wenn, ich habe manchmal, Leute kommen aus dem CrossFit, die sagen, sie haben Schmerzen im Ellbogen, sie haben Schmerzen im Kniegelenke, im Rücken, was haben sie falsch gemacht? Und dann gehe ich mit denen die wichtigen Übungen durch. Und ja, dann fällt es denen richtig schwer, wieder in eine gute, gesunde Technik zu kommen. Warum? Weil sie natürlich über Wochen, Monate und zum Teil auch Jahre hinweg mit Schwung gearbeitet haben und diese Bewegung nicht richtig kontrolliert ausgeführt haben und somit ist bei denen immer wieder dieser Ablauf drin, mit Schwung zu arbeiten, abgefälscht zu arbeiten. Und das wieder rauszubekommen, ist schwieriger, wenn man natürlich einen Neueinsteiger hat und der Neueinsteiger ist noch jungfräulich. Das heißt, wir haben oben im Gehirn noch keine neuronale Vernapsung. Das heißt, wir müssen keine Daten überschreiben, sondern wir schieben neue Daten rein. Und das ist natürlich genial, dann hat man hier nicht das Problem. Gut, das wäre das. Was ist beim Krafttraining, Freihandeltraining, Mehrgelenksübung, CrossFit, Freihandelübung, Mehrgelenksübung? Natürlich hier ist es, kann es auch ganz schwer sein, Fett zu verbrennen. Warum? Weil durch den Zeitdruck ist hier natürlich bei vielen ein Puls angesagt, der ist viel weiter oben in der Fettverbrennung. Das heißt, da gibt es teilweise Auswertungen, die ich kenne, die ich gesehen habe. Ich habe auch schon selbst CrossFit mitgemacht. Da ist man 5%, 7% in der Fettverbrennung. Alles andere ist anaerob, zuckerlastig. Ja, man kann sich austoben beim CrossFit. Ja, man kann ganz schön Gas geben. Man ist der Hero. Man hat einen hohen Adrenalinspiegel. Hinten dran Musik, bis die Bude knallt. Macht Spaß, ja. Es macht Spaß, sagt keiner, dass es keinen Spaß macht, aber wenn ich die Frage gestellt bekomme, muss ich hier ganz klar sagen, Fettstoffwechsel, schwierig. Hier ist das Gleiche, wenn man es nicht richtig ausführt,
Ja, da ist es schwierig im Fettstoffwechsel. Auch hier muss ich ganz klar Regeln einhalten, die Bewegungsgeschwindigkeit langsam halten, die TOT anpassen, gucken, dass ich über die 60 Sekunden Belastungszeit rauskomme, dass ich die roten Muskelfasern treffe. Ja, und dann ist es hier auch möglich, mehr wie hier. Weil hier ist die Dynamik, hier ist der Zeitfaktor mit dabei. Jo, 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 jo. Das war's, glaub. Was ist hier möglich? Was erreichen wir hier überhaupt damit? Ja, natürlich Muskelvolumen. Muskelaufbau, Kraft, Ausdauer im oberen Bereich. Also da, die sind ja auch schon ganz schöne Maschinen, die Jungs. Die sind richtige Maschinen. Hier auch, gibt es auch Riesenmaschinen. Muskelaufbau, Kraftsteigerung, Muskelaufbau, Kraftsteigerung, ganz klar, ganz vorne mit dabei. Ja, bei Zumba oder sonstigen Kursen ist der Muskelaufbau jetzt nicht so krass, aber es ist bewegungsfördernde Mobilität. Und somit für Einsteiger meine Empfehlung, jetzt kommt meine Empfehlung für Einsteiger, jetzt haben wir mal das System aufgeklärt, meine Empfehlung für Einsteiger ist, was macht dir Spaß? Das ist das Erste. An was hast du Spaß? Rausfinden, bist du eher ein Einzeltrainierender, bist du eher ein Mannschaftstrainierender? Gruppentrainierender, das ist Nummer eins. Nummer zwei, was ist dein Ziel? Und hier würde ich definitiv mit einem guten Personal Trainer zusammenarbeiten, mal eine medizinische Körperfettmessung machen zu lassen. Manchmal reicht auch der Spiegel, um festzustellen, wo soll man es überhaupt hingehen. Und dann das Ziel definieren. Nummer drei. Was macht dir Spaß? Zieldefinition ist da. Jetzt wird es interessant. Auch hier den Ernährungsstatus überprüfen, definieren, verbessern. Und dann kommt die Nummer vier. Zeitmanagement. Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Und dann die eindeutige Definition, welchen Sport mache ich jetzt? Für was entscheide ich mich? Und dann kann darunter natürlich vieles stehen. Je nachdem, was für ein Ziel du hast, je nachdem, was für einen Spaß du hast, ist unten die Definition. Was wichtig ist, was ich noch dazu sagen muss, ist, was viele vergessen und was oft nicht gemacht wird, ist für eine gute Mobilität zu sorgen, dafür zu sorgen, ich muss gerade gucken, da leuchtet ein Lichtchen, ich muss Gas geben, die Akku ist gleich leer. Dafür zu sorgen, dass immer bei allem auch ein Stückchen frühzeitig die Mobilitätsübung mit einfließen, Stretchingübung mit einfließen, dafür zu sorgen, dass durch eine verbesserte Mobilität und durch verbesserte Bewegungsfähigkeit, dadurch, dass der Körper geöffnet ist, dass die Muskelfasern nicht verklebt sind, die Faszien nicht verklebt sind, natürlich auch die Fehlerquelle nach unten geht in den Bewegungen und das bedingt dadurch natürlich, die Übungen viel geschmeidiger ausgeführt werden können, der Mensch natürlich viel mehr Spaß dran hat. Warum? Weil der Muskelkater auch weniger ist und weil die Gelenke weniger belastet werden, wenn eine Bewegung sauber ausgeführt wird, ist die Gelenksbelastung oftmals auch niedriger und somit macht demjenigen natürlich auch viel mehr Spaß. Das gehört mit rein. So, wenn ich das alles abgeklärt habe und dann die Nummer 5, muss ich jetzt ein Fragezeichen reinschreiben, weil ich nicht genau weiß, was macht dir Spaß, was macht dir Ziel. Meine Empfehlung ist, eine Kombination aus Mobilitätsübungen, Stretching mit Kraft und Ausdauer. Diese Komponenten miteinander mischen, denn es ist nämlich ein gutes Grundfundament für Flexibilität, für Mobilität. Denn ganz wichtig, was ich immer wieder meinen Coaches sage, was nutzt es dir, wenn du einen Bus hochheben kannst, aber wenn er wegfährt, kriegst du nicht mehr und nach 15 Meter brichst du zusammen, weil du völlig außer Atem bist. Das macht definitiv keinen Sinn und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders von gesundem Sport. Gut, ich hoffe, dass ich alles soweit geklärt habe. Sicherlich sind noch einige Fragen offen und den Video könnte ich jetzt noch wahrscheinlich 3-4 Stunden machen. Nur da ihr so lange keine Lust habt, ihn anzugucken, machen wir noch einfach Folgendes. Ihr schaut euch einen an. Und wenn ihr Fragen habt,
dann schreib die doch einfach in die Bemerkungen rein oder sendet mir eine Nachricht über Facebook PN, Instagram PN oder an meine E-Mail-Adresse. Und dann kann ich genau euren Wunsch aufnehmen und kann euren Wunsch hier am Flipchart mit einem Video verarbeiten. Und jetzt möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr schön die Ohren gespitzt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, ja, Daumen nach oben, war da gut gemacht. Oder unten reinschreibt, Andreas, das und das und das. Möchte ich noch wissen, und Andreas, das und das fand ich jetzt nicht so gut. Auch das nehme ich gerne auf und verarbeite es. Vielen Dank, Freunde. Jetzt hole ich mir den Deckel, werde drauf machen. Schaue ich nämlich nicht irgendein rotes Shirt. Wünsche euch bei allem, was ihr tut, viel Spaß. Bis bald. Ciao, bye, bye. Hier war Andreas Triembacher, Mr. T.